Herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch wieder bei einer Folge Herr der Ringe, Krieg im Norden. Und ja, wir haben uns das Geschenk abgeholt. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, was jetzt ansteht eigentlich. Aber da fehlt noch eine ganze Menge. Da fehlen noch zwei Kristalle. Da fehlt auch noch eine ganze Menge. Naja, vielleicht finden wir das ja noch. Sehen wir uns hier tatsächlich mal in der Zwergenstadt um. Hier nur Statisten. Jo. Ist ja bestimmt was Schönes drin. Sieht mir so nach Tresor aus. Vielleicht finden wir hier noch das eine oder andere Item. Das wäre natürlich auch nicht. Ach so. Ja, ist ein Spiegel. Habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht für voll genommen. Nö, Erscheinungsbild bin ich zufrieden. Unser alter Campbell, der bin ich schon happy mit. Alles fein. Da können wir nichts machen. Aber da könnten wir rein. Wir müssen sie aufhalten. Kämpft weiter! Das raff ich gerade nicht. Mehr ist hier gerade nicht. Also, doch nicht so. Ich hab das größer in Erinnerung gehabt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das wird gerade echt klein hier alles. Der Düsterwald ist ein Ort, den ich lieber von oben sehe als von innen. Aber wir sind bereit, aufzubrechen. Ach, nehmen wir das. Ist Radagast ein guter Freund von dir? Der braune Zauberer ist schon ein enger Freund der Adler, seit er das erste Mal nach Mittelerde kam und sich in dem Wald niederließ, der jetzt Düsterwald genannt wird. Sogar bevor er diesen finsteren Namen erhalten hat. Das war lange, bevor ich geboren wurde. Aber ich habe ihn viele Male in seinem Haus in Roskobel besucht, wenn ich ihm Nachrichten von weit her brachte. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er Roskobel verlassen hat. Warum verließ er seine Heimat? Er war schon fort, bevor ich ihn fragen konnte. Aber die Bedrohung und die Dunkelheit im Süden des Düsterwalds wurde immer größer. Ich vermute, Roskobel ist nicht länger sicher. Selbst für einen Zauberer. Aber keine Sorge. Ich kenne Radagasts bevorzugte Orte im Norden des Düsterwalds. Wir werden ihn finden. Oder ich bringe euch an einen Ort, wo ihr ihn zumindest sehr wahrscheinlich trefft. Also irgendwie ein kleiner Bug drin. Wir müssen hoffen, dass Radagast uns sagen kann, wie wir Urgost finden. Bist du je zuvor einem Drachen begegnet? Nein. Das ist ein Risiko, das ich gerne vermieden habe. Man sucht nicht freiwillig nach einem Drachen. Außer man hat keine Wahl. Hast Angst vor Drachen? Nur ein Narr würde einen Drachen nicht fürchten. Wenn Urgost bis jetzt überlebt hat, muss er alle Tücke und Gerissenheit seiner Art besitzen. Abscheulichkeiten, die sie sind. Und das würde ihn sogar noch gefährlicher machen. Doch das ändert nichts. Wenn wir seine Allianz mit Agandar verhindern sollen, dann müssen wir unsere Furcht ablegen und den Drachen finden. Wir sollten Gorins Rat folgen und Radagast nach Urgosts Zufluchtsort fragen. Deine Freunde waren begierig darauf, ihre Dienste anzubieten. Vielleicht erkennen sie die Gefahr nicht in vollem Umfang. Was kannst du uns über sie sagen? Armenel ist ein erfahrener Krieger. Er weiß genau, was ihm bevorsteht und hilft euch gerne. Barantor ist jung und begierig darauf, sich zu beweisen. Aber er hat großen Mut und nur wenige fliegen so schnell wie er. Doch du brauchst nicht mich zu fragen. Frag sie selbst. Sie werden gerne mit dir sprechen, wenn du es wünschst. Ich sorge mich um mein Volk. Die Dunedain sind nur noch so wenige und unsere Familien über den ganzen Norden verstreut. Vielleicht sollte ich gehen und sie verteidigen. Und? Was könntest du für sie tun, ein Mann allein? Selbst wenn es 100 Eradans gäbe, könntet ihr der Macht, die sich gegen euch richtet, nicht standhalten.
Aber wir gemeinsam können viel stärker zuschlagen, als eine Armee das je könnte. Ihr Waldläufer seid kühne Leute. Vertraue darauf, dass sie überleben, wie schon so lange, während wir tun, was wir tun müssen, um Agandar zu stürzen. Nur dann werden eure Häuser und unsere Horste sicher sein. Dann frage ich noch weiter über Radagast. Ist Radagast ein guter Freund von dir? Der braune Zauberer ist schon ein enger Freund der Adler, seit er das erste Mal nach Mittel. Ach, das ist. Das war lange, bevor ich geboren wurde. Wir werden bald abreisen. Wir werden bereit sein. Habe ich irgendwas an der Wand gesehen? Es ist verständlich, dass das Volk von Nordimbad stolz auf seine Arbeit ist. Ich glaube, hier passiert auch noch irgendwas. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt schon ist. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Ich glaube. Erst zum Düsterwald. Ja, ich glaube, hier kommen wir raus und dann. Ja, geht zum Düsterwald weiter. Na, wollen wir wieder? Nee, ich habe keinen Bock, Leute. Vielleicht mache ich das mal mit mehr starken Charakter, wenn ich durch bin. Wir reisen zum Düsterwald. Übrigens auch eine sehr geile Location. Die Locations sind sowieso genial. Und ich bin mal gespannt, weil ich weiß es nicht mehr, wie Radagast in dem Spiel aussieht. Ich habe letztens erst bei Hobbit, die Trilogie habe ich mir angeguckt, am Stück. Da habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als der Hobbit geguckt. Ich hätte schon fast wieder Nazgul geschrien, aber es ist ja nicht richtig, da hat mir der Rimmir auf die Meine geholfen. Die Kreatur selbst ist kein Nazgul. Ist eher so ein Wyvern oder sowas. Wie hat er es genannt? Ich weiß es gerade nicht. Hab's schon wieder vergessen. Bin mindestens genauso schusselig wie der. Alle können im Ohr klatschen. Den Zauberer suchen. Niemand kann ihm jetzt helfen. Und niemand kann dir helfen. Den Helm hast du dir aus Skyrim einmal. Pick ihn tot. Picken, habe ich gesagt. Ja, also. Jetzt krieg ich den immer eh noch mit. Glück haben wir Schaden erhöht. Ach, besonders bei Kopftreffern. Pimmelkopf. Wo ist er? Bastard. Wo ist er? Okay. Komm schon, du Zeiger, abschau! Ey, Beam ist unfair. Ist oh, der fliegt nicht lang durch. Autsch. Der hält aus Prinzip trotzdem nicht lang durch. Mach erstmal looten. Wurde mir ja schon vorgeworfen, dass das macht, die anderen kämpfen für die Loot. Den haben wir noch einmal einen mitgegeben. Das ist ja geil. Da war der. Mist. Wo ist er? Hallo. Das ist ein Knie. Toll, zwei Drehungen. Warte, das ist Steuer. Okay, der ist down. Na komm, 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 stirb. Heute noch. Ich hau ihm die Rübe runter. Sehr schön. Ich glaube, das Loot haben wir jetzt alles. Da ist noch irgendwas. Heile, sehr gut. Der ist freut. Gucken wir gleich mal, was wir einkassiert haben, Neues.
Ein neues Schild. Na, ich sag jetzt eigentlich, ich möchte auf die Gesundheitsregeneration nicht verzichten. Naja, gut. Ansonsten haben wir nichts, ne? Bloß hier ein bisschen noch was. Naja, gut. Nehme ich hin. Gut gemacht, meine Freunde. Der hier wird sein Lügengespinst nicht weiter verbreiten. Doch ich fürchte, es war keine zufällige Begegnung. Wenn Wulfrun hier war, könnte es Schwierigkeiten für Radagast bedeuten. Ihr solltet euch beeilen und ihn suchen. Der Hexenmeister hat irgendwas von einem Zauberer gesagt. Er kann nur Radagast gemeint haben. Aber was könnte Aganda von Radagast wollen? Der braune Zauberer beschäftigt sich nur wenig mit der Außenwelt. Aber er hat in der Vergangenheit gegen Sauron gearbeitet. Vielleicht möchte Agandar nur eine alte Rechnung begleichen, aber wahrscheinlicher ist, dass er Radagast davon abhalten will, seinen Feinden zu helfen. Wir sollten ihn finden. Was ist das für ein Wesen, das du besiegt hast? Es riecht übel. Wer kann das sagen? Irgendeine Bestie aus einer älteren Welt vielleicht, vom dunklen Herrscher gezüchtet und abgerichtet, um seinen treuesten Dienern zu Diensten zu sein. Dieser Wald scheint nahezu undurchdringlich. Was wird uns hier erwarten? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Düsterwald ist nichts für meinesgleichen. Wir können zwar über den großen Wald hinwegfliegen, aber seine Geheimnisse bleiben unter den Baumwipfeln verborgen. Der Wald hat jedoch einen bösen Ruf. Sei auf der Hut bei deiner Suche nach Radagast. Wie weit sind wir vom Haus des Zauberers entfernt? Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Selbst die Augen eines Adlers können das verschlungene Geäst des Düsterwalds nicht durchdringen. Und Lichtungen gibt es wenige in diesem Wald. Wir werden ihn finden, aber was ist mit dir? Bist du verletzt? Die Bestie hat zwar Schaden angerichtet, aber nicht genug, um mich vom Fliegen abzuhalten. Ich werde schon bald wieder völlig genesen sein. Wir werden die Suche fortsetzen. Finden wir dich hier wieder, wenn wir ihn gefunden haben? Nein, ich muss meine Kameraden suchen. Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um mich. Gemeinsam werden wir von oben Ausschau halten. Radagast hat viele Freunde unter den Vögeln des Düsterwalds. Wenn du ihn findest, kann er uns problemlos eine Nachricht zukommen lassen. Also gut, aber sei vorsichtig. Es gibt vielleicht noch mehr dieser geflügelten Schatten hier. Ich traue diesem Düsterwald nicht. Ich wünschte, unser Weg hätte uns woanders hingeführt. Warum sollte Radagast sich in einem solchen... Geister mit Flügeln. Man sagt, der Düsterwald war nicht immer so. Er war recht schön, bevor der Schatten des dunklen Herrschers darüber fiel. Ich mag das, wenn das so ein bisschen dampfig aussieht und sowas. Seht! Dort! Auch mal eine interessante Darstellung von einem Warg. Na los! Der Warge, den man hört, ist schlimmer als der Ork, der einen stört. Stimmt. Aber wo der Warge schreit, ist auch der Ork nicht weit. Ach, jetzt schmeißen sich hier Sprichwörter um die Ohren. Also echt mal, Leute. Bisschen mehr Niveau hier, ja? Ihr seid hier Gast in der Horrorshow. So. Ja, kriegen wir doch hier was. Das freut. Die Zeichen freut. Sind ganz deutlich. Hier waren Waldläufer, die ein paar nützliche Dinge hinterlassen haben. Kopfschutz der Leitwache könnte interessant sein. Gleich zwei neue Sachen. Einmal. Ja, nice. Nehmen wir doch. Und? Ein Zweihänder. Muss man den Vergleich tatsächlich mal ziehen. Das rentiert auf ein Schild zu verzichten. Wir wirken 100% Betäubung. Das ist schon nice. Ach du Scheiße, ein Doppelconsumer. Scheiße, jetzt bin ich schon mal Richtung DSA abgeschweift. Aber, Moment. Wir können ja hier was einsetzen. Was haben wir denn noch da? Tiefe Wunde, Schaden und 85 Gesundheit dazu. Dann setze ich doch den mal ein. Das ist gut. Da können wir mal eine Runde zweihändig, ist auch nicht verkehrt. Kann ich den noch blocken? Ja. Sehr, das sehr Horn, nice. Eine Patrouille.
Das passt ganz gut. Diese Patrouille werden wir erst im nächsten Part angreifen, Leute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.